Hallo zusammen, ich begrüße euch heute zu einem weiteren Video mit mir und ihr seid mit dabei auf den Spuren der Römer. Ja, heute hatte ich mal wieder seit langem Zeit gehabt und bin rumgefahren und habe durch Zufall noch einen freien, brachliegenden Acker gefunden, wo ich weiß, wo mal eine römische Besiedlung drauf war oder zumindest Siedlungsreste hier vorhanden sind, die man über Ziegelspuren hier erkennen kann. Ja, heute habe ich mal was ganz anderes vor. Also ihr wollt ja auch immer wissen, was für Gerätschaften ich benutze oder welche Kombination an Spulen ich nutze. Heute bin ich wieder natürlich mit meinem Deus unterwegs, aber diesmal habe ich nicht die elliptische dran, sondern ich habe heute die 22,5x35er. Wegen folgendem Grund. Ich möchte heute mal euch zeigen, dass man auch mit 4 kHz kleine Römermünzen finden kann. Also insofern, wenn hier welche vorhanden sind. Ich werde heute mal meine Einstellungen so vornehmen. Ich werde heute wieder mein Ackerprogramm nutzen, was ihr kennt. Ich werde euch die Einstellungen zeigen. Aber wie gesagt, heute werde ich im 4 kHz Modus laufen mit der 22,5 kHz. 22,5 kHz, sagte ich schon. Nein, mit der 22,5 cm großen X35. So, vorab möchte ich hier an dieser Stelle meinen Sponsor, den Jochen Reifenrad von der Firma www.abenteuer-schatzsuche.de grüßen. Danke Jochen, wie immer für das Sponsoring, was du mit mir hast. Und ja, ich grüße den Rest der Gemeinschaft, meine Freunde. Ja, dann werden wir jetzt gleich loslegen. Bis gleich nach dem Intro. So, jetzt sind wir hier bei den Einstellungen. Ich sehe aber gerade, man kann sehr schlecht mein Display durch die Tasche des Bedienteils sehen. Also wir fangen einfach an. Den Sens habe ich auf 94 gesetzt. Die Frequenz seht ihr jetzt, die werde ich jetzt runtersetzen auf 4 kHz. Die Eisenlautstärke wie immer auf 1, das habe ich euch ja schon in vielen Videos von mir erklärt, das geht wegen den Mischsignalen. Also schaltet die nie auf dem Acker weg, immer auf 1 belassen. Die Reaktionszeit habe ich hier auf dem Acker wie immer auf 3. Die Experteinstellung werde ich jetzt vornehmen auf plus 1. Dann haben wir den Autoresponse auf 4, das ist eigentlich für die Objekte, die etwas tiefer liegen, die werden dann etwas klarer und lauter angezeigt. Das hat also nichts mit Tiefe zu tun. Setzt ihn nicht so hoch, dann habt ihr hinterher keine Kontrolle mehr, was für Funde tiefer liegen und welche ziemlich nah an der Oberfläche. So, in der Experteinstellung, die Audio-Setting, die habe ich auf 1. Das sollte auch hier reichen. Den Notch habe ich komplett raus, den Disc auf 5, weil wir hier auf dem Acker sind. Wie gesagt, den Sensor auf 94 und jetzt lege ich los und werde mich gleich bei euch wieder melden, wenn ich einen Fund habe. Bis gleich. So, hier haben wir das erste Signal. Das schwankt zwischen 69 und 72. Wird auch nicht tief sein. Fahren wir. So, es wird in dem Hubbel hier sein. Erste Fund,
eine alte Musketenkugel. Könnte also von der Größe aus her für eine Pistole gewesen sein. Also zu klein, ich würde mal sagen, zu klein für ein Vorderladergewehr. Das war eine Vorderladerpistole gewesen. Also dann bis nachher zum nächsten Fund. Ich hätte eine Kamera anlassen können. Ungefähr hier, seht ihr, da, na, ist es im Bild drin. Na, immer noch nicht. Also hier war gerade das Signal von eben. Und hier direkt das nächste, ein 85er Signal. Ein 85, 81. Ich würde ja sagen, das ist ein Granatsplitter. Die Hoffnung ist natürlich auf eine Münze. So. So, draußen ist es. Ja, ihr seid wieder mit dabei. Na, ist es da dran oder sind es mehrere? Da haben wir einen Löffelstiel. Ja, so ist das eben halt. Okay, dann bis gleich zum nächsten. So, hier haben wir ein 63er Signal, aber auch abgehakt. Ich hoffe, ihr versteht mich gut. Es ist windig. So, konstant 60 jetzt beim Ausgraben. Na, was ist es? Okay. Mal gucken. Das könnte schon in der Tat. Ich muss es mal ein bisschen sauber machen. Ist ja nur ein Bruchstück. Was Römisches sein. Es könnte von einer Schnellwaage sein. Das obere Teil. Hier ist die Befestigung, also die Angel hier zwischen. Es könnte von einer Schnellwaage gewesen sein, von einer römischen. Aber wie gesagt, das kann ich erst zu Hause sagen, wenn ich es sauber gemacht habe. Okay, dann bis zum nächsten Fund. So, hier haben wir ein ganz hohes Signal. 91. 93. Würde mal behaupten, dass der in normalen Umständen immer Eisen, aber von beidseitig und ist nicht tief. Also positiv auf jeden Fall. Aber ob es was ist. 92. So. Ja, haben wir das schon. Was ist es? BMG-Geschossspitze. Jo. Die Farbe. Schlecht zu erkennen. Silbern. Könnte Silber sein. Und bis, naja, auf ein neues. Weiter. Ein schönes 85er, 86er Signal. Draußen ist es. So, wollen wir gucken, was das ist. Na? Schönes Blech wieder. Ja. Wieder ein Stück. Ne, vom Taschenmesser. Ja, irgendwas vom Taschenmesser und Rest übergebliebenes Teil. Aber trotzdem. Schrott ist Schrott. So, dann das gleich. Hier habe ich das nächste Signal. Schwach. 86 und tiefer. So.
alles draußen. Na? Erste Münze. So, Pinpointer aus. Ist aber kein Römer. Ist das eine silberne? Oder nur Kupfer? Es wird nur eine Kupfermünze sein. Ich denke mir mal ein Stüber oder sowas dergleichen. Aber die erste Münze. So, und jetzt habt ihr gesehen, wie lange das gedauert hat, bis ich die erste Münze hatte. Okay, bis später. So, hier das nächste Signal. Springt aber und quietscht. Bin ich mal gespannt, was das ist. Also vom Leitwert her so zwischen 77, aber schwankt dann auch wirklich. Jetzt haben wir 51. So, das wird bestimmt ein Mischsignal gewesen sein. Oder ein ganz kleines Teil. Da haben wir es schon. Was ist es? Nicht das, was ich denke. Ich hätte jetzt beinahe schon gesagt, ein kleiner Schlüssel. Ey. Von der Optik her sieht das schwer. Hätte es noch schwer danach ausgesehen. Aber ich denke, das ist doch kein Schlüssel. Oder ist es doch einer? Nee. Ne, ein Stück Blei ist das. Irgendwas abgebrochenes, irgendwo von irgendwas. Keine Ahnung. Auf jeden Fall Schrott. Also bis später. So, hier ein nächstes Signal. 63, 66. So, auch nicht sehr tief. Oben in dem Haufen wird es mit sein oder davor. Na, wollen wir mal gucken. Ja, ich glaube, hier ist es schon. Na, was ist es, oder? Ja. Ach, ich glaube es nicht. Wenn wir jetzt Glück haben, ist es ein römischer oder ein Stück vom römischen Silberring. Also ihr seht es, hier ist es am Glänzen. Ich muss mal gucken, ob die Platte, ob da oben was drauf ist. Könnte, wenn ich Glück habe, so sein. Ne? Freundschreie mache ich nicht. Aber das ist so die typische Form. Also, so dass ihr das seht, am besten wohl hier drauf. So, seht ihr? Die typische Plattenform. Auch die Ringform, kantig. Silbern, ja, wie gesagt, könnte ein Bruchteil von einem römischen Silberring sein. Alles klar, dann bis später. So, die Suche breche ich hier ab. Ich war jetzt, glaube ich, knappe 2 Stunden auf dem Acker, außer, ja, wie gesagt, eventuell das Bruchstück von dem römischen Ring und der Münze ist nichts gekommen. Also ich werde jetzt weiterziehen zum nächsten Acker. Also ich würde mich wieder melden. Bis dann. Tschüss. So, ich bin auf dem neuen Acker und ich trottel ab beim ersten großen Signal. Ich bin erstmal drüber gegangen, um zu gucken, ob überhaupt hier eine Streuung ist. Und die ist extrem dünn, die Streuung. Ja, was soll ich sagen beim ersten Signal? Guck selber, ist schon draußen aus dem Loch. Ich glaube, es ist nachts. Aber der ist schon platt, glaube ich. Da ist nicht mehr viel drauf. Aber das ist schon gut, so eine große Münze auf dem Acker zu finden. Sage ich jetzt mal, dann weiß man auch im Endeffekt, dass hier kaum Leute rumrennen. Weil die findet eigentlich jeder mit jedem Gerät. So, wie gesagt, neuer Acker, neues Glück. Ich werde mich später melden, wenn ich wieder ein Signal habe. Bis später. Wieder ein Signal. 80, 81.
Ja, heute ist Kampfjet-Tag hier scheinbar. Die Eurofighter fliehen. So, ich sehe sie schon. Ich glaube, das ist wieder eine Münze. Aber ich glaube, das sind 10 Pfennig oder 2 Pfennig. Keine Ahnung. Ich schreibe auch jetzt nicht drüber. Hier könnt ihr sehen. Also keine Römermünze, aber eine Münze. So, packen wir die weg. Dann bis gleich. So, nächstes Signal. 7,50. Schon hier oben in der obersten. War auch schon, glaube ich, ganz oben. Ja, das nächste Stück Blech oder was ist es? Ja, ich glaube. Und so was. Ein Stück Blech von irgendwas. So, dann bis zum nächsten. Hier ein 76er Signal. Was hoch geht bis 81. Einmal ganz klein. Armbart. Was ist es? Ja, ein Stück von Armbart wieder. Tja, ob das jetzt ein Stück Bronze ist oder ein Stück Blei, ist kaum zu erkennen, aber seht ja selber, ist nichts. Bis später. Hier haben wir wieder ein Signal, ein 67er. Ich würde ja schon fast sagen, das wäre ein Volley, aber könnte auch mit der X35 eine Abziehlasche sein. So, da haben wir das Signal. Weder noch. Das nächste Fragment. Ja, auch ein Stück. Ja, Bronze. Kann alles Mögliche sein. Von der Schnalle, von allem. So, dann bis zum nächsten. Nächste Signal, ein 63er. Aber auch schmierend. In dem Haufen da. Ja, da haben wir es schon. Wieder ein Stück. Ja. Nein. Eine Adlerfibel. Ich leg mich gleich nieder. Eine germanische Adlerfibel. Ah. Ich wollte schon gerade sagen, ein Stück Blech. Ich werde nicht mehr. Ja. Schaut, die hat sie ja noch das Auge drin, oder? Ne, Auge ist nicht mehr drin. Die Halter sind auch alle weg. Aber so, da das seht,
hoffe, dass man es sieht. Nimm mal hier runter. Jo. Und ich wollte schon gerade sagen, Blech. Und die Stelle ist echt dünn. Ja, mit Streuung. Ich wollte das schon als Blech abtun. Ja, so kann man sich vertun, wenn man nicht richtig hinguckt. Optimal. Top. So, bis zum nächsten. So, ihren 54er Signal. Quietscht ein bisschen. Ist aber auch nicht tief. Ne? So, ist dabei. Auf 53 bleibt der Deo stehen. Ist er wieder so klein, dass man es nicht sieht? Da haben wir das schon. So, und was ist es? Ein Stück Blei. Ein Stück Blei. Ja. Okay, dann bis zum nächsten Mal. So, hier in der Treckerspur. Ein 85er Signal. Ist schon draußen und ich glaube, ich sehe es und es könnte ein Ring sein. Hoffentlich ist es ein Römerring. Ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt hier in dem Aushub. Und tatsächlich ist es ein Ring. Aber ich glaube kein Römerring. Oder? Ne. Ist auf jeden Fall ein Bronzering. Ich denke mir mal, das sind so die typischen Kriegsringe. Die Trauringe aus der Zeit, aus dem Zweiten Weltkrieg. Weil ja Edelmetall gesammelt worden ist für den Krieg und man hat den praktischerweise eingetauscht für einen Bronzering, Kupferring, wie auch immer, Eisenring. So, okay, dann bis gleich zum nächsten Mal. Hier haben wir wieder ein 91-92er Signal. Was tiefer. So, ist dabei. Na, dann wollen wir mal gucken. Da haben wir schon. Was ist es? Ein großer Bronzeknauf. Aber ich denke mir doch. Na, römisch wird er nicht sein. Ne, glaube ich nicht. Wird ein Möbelknauf sein. Ja, ich zeige es euch mal. Aber wenn solche Teile hier noch so liegen, dann waren auch hier nicht viele Sucher. Also ich denke mir mal, das ist ein Möbelknauf. Ob der römisch ist, bezweifle ich. Aber ist alles möglich. So, dann bis zum nächsten. So, hier ein 88er Signal. Und gar nicht tief, das ist auch oberflächlich. So, das ist schon mit da drin, in dem Knubbel. Hoffentlich eine Münze. Und es ist eine Münze. So, ist es ein Römer? Ja. Ist, nein, ist keiner. Ist wieder ein Stüber, wie auf dem ersten Acker, glaube ich. Oder ist es doch ein Römer? Nee, glaube ich nicht. Dafür ist das zu rund und zu gleichmäßig. So, kann man gucken. Aber eine Münze. Okay, bis zum nächsten. Hier habe ich ein schwaches Signal. 88-91. Kann aber auch sehr tief liegen. Oder das kann Eisen sein. Alles möglich bei solchen Signalen. Na, ich glaube nur, dass es tiefer liegt jetzt.
Ja. Wir sind jetzt schon anderthalb Stiche mit dem Weitspatenblatt drin. Und da liegt es, glaube ich. Hier ist es. Wird eine Öse? Ist das eine Öse? Ja. Eine Zeltöse. Oder Planenöse. Vom Trecker bestimmt sein. Da seht ihr sie. Aber wie gesagt, anderthalb Spatenstich tief, ne? Mit dem Weitspaten. Ich weiß jetzt nicht, wie groß der ist, aber das sind schon über 30 cm gewesen. Alles klar, bis gleich. So, meine Kamera ist alle. Und ja, jetzt hatte ich mein Handy, zum Glück habe ich Apparat. Jetzt habe ich einen kleinen Spielwürfel aus Silber gefunden. Der ist aber gefalten worden. Also rascherweise, ist wie aus Blech, aus Silberblech. Und der ist gefaltet. Könnt ihr ja sehen hier. Da ist er. Ja, also der Acker, der ist wirklich, ja, ich sag mal, spitzenmäßig. Tolle Funde kommen hier. Okay, ich werde jetzt nur noch die Funde, ich sag mal, filmen. Nicht mehr beim Ausgraben, das geht jetzt leider nicht, weil ich habe jetzt keine Batterie mehr. Also bis später. So, ein Suchertag ist zu Ende gegangen. Ich filme jetzt mit meinem Handy. Eben ist mir der Akku leer gegangen. Ich habe ja heute gesagt, ich würde heute gerne alles filmen, was ich gefunden habe. Ja, weil ich mir schon keine große Hoffnung gemacht habe, aber es ist ja noch ein bisschen dabei gekommen. Also ich denke mir mal, ich brauche nicht alle Schrottfunde zu sein. Klar werde ich mal ein paar in einem Video einbauen, aber ich werde euch jetzt gleich erstmal die ganzen Schrottfunde von heute zeigen. Also die Tüte ist bestimmt jetzt schon wieder 2 Kilo schwer. Also das ist wirklich mit Fleiß gewesen heute. Ich habe wirklich gut ausgehalten. Mein Kopf, der klopft. Hab keine Mütze bei gehabt. Heute war es relativ sehr schön. Ihr seht es ja immer noch. Wir haben jetzt kurz vor 5 oder nach 5. Ich müsste jetzt auf Handy gucken, um euch dazu sagen. Ja, fangen wir mal mit den Schrottfunden an. Also ich kippe die jetzt mal hier hin und ihr seid dabei und dann zeige ich euch mal das, was ich heute so an guten Funden gefunden habe. So, dass ihr mal den Unterschied seht, was für ein Fundaufkommen an einem Suchertag zusammenkommt. An 2 Stellen. Ich war nur an 2 Stellen heute gewesen. Und das beweist natürlich, man findet mehr Müll als wie gute Teile. Aber wie gesagt, das ist Jammern jetzt auf hohem Niveau. Ich drehe jetzt mal um und zeige euch jetzt mal die Schrotttüte. So, das ist jetzt mal die Schrotttüte. Die ist ja zu einem Viertel voll. Ich kippe die jetzt mal aus hier auf die Wiese. Ich packe es natürlich gleich wieder ein. Und wenn ihr das mal seht, so, ich mache mal jetzt hier so auseinander. Da ist jede Menge Kleinzeug bei. Ja, große Patronen, also hier BMG, Hülsen und Spitzen und was weiß ich nicht, Draht, Flaschendeckel und so weiter und so fort. Also jede Menge Müll. So, jetzt nehmen wir mal die Tüte, die legen wir hin. Verzeiht mir, dass es ein bisschen wackelt. Wie gesagt, meine Kamera ist leer. Ich mache das jetzt, die Abmoderation oder auch wie man das benennen mag, mit dem Handy. So, hier ist meine Tasche. Oder auch, ach, Tasche. Mein kleines Kistchen. So. Hier von dem. Na, wo ist sie? Ja, ich muss mal gucken. Vom ersten Acker eine Münze. Dann, was ich glaube, was es ist, vielleicht kann man es hier besser erkennen. Ja, die Tüte, die auch jetzt umsenkelt, das könnte von einer Schnellwaage sein. Also hier seht ihr ja die Rillen, hier ist ein Splint zwischen, hier sind 2 Teile dran, könnte natürlich auch vom Zirkel, aber Zirkel, das ist mir zu dünn. Also ich würde mal sagen, das könnte vom Stück von der römischen Schnellwaage sein, aber wie gesagt, das kann ich euch hinterher zeigen, wenn ich es sauber gemacht habe. So. Hier der Silberring oder der Teil von dem Silberring. Dann der Sesterz, der ist aber ziemlich platt abgegriffen. Man kann hier noch einen Kopf erkennen, einigermaßen, aber eben tot. Und jetzt hier noch Sachen zwischen.
muss ich natürlich gucken. Hier die nächste Münze. Das ist ein 2 Pfennigstück. Jetzt wissen wir, das ist nämlich nass. So, jetzt kommt hier die Adlerfibel. Also, da habe ich echt eben gedacht, das ist ein Stück Blech, wie ich das Teil ausgegangen habe. Aber ihr seht das ja. Ein bisschen ranholen im schmutzigen Zustand noch. So, einmal. Dann hier der nächste Bronzering. Ich gehe mal davon aus, dass das ein Ehering ist aus dem Zweiten Weltkrieg. Den hat man ja Gold. Gold hat man ja eingetauscht für eben das Bronzeteil, um eben, sage ich mal, den Krieg zu finanzieren. Das wird auch wieder ein Stüber sein. So, dann habe ich hier, das habe ich auch eben mit dem Handy filmen müssen, den Spielwürfel. Ich habe, der ist aus Silber, also Silberblech. Ihr seht ja, da ist die 1, hier ist die 4, da ist die 6. Der ist aus einem Silberblech gemacht worden. Ich habe ja schon ein paar gefunden, Spielwürfel, kleine römische, wie, ja, wie aus dem 30-jährigen Krieg, aus Blei. So, welche Epoche der ist, ne, kann ich euch ja nicht sagen. Wie gesagt, ob die Fibel jetzt, eben hatte ich ja auch im Film gesagt, germanisch. Kann natürlich auch eine merowingische Fibel sein oder eine fränkische Fibel, um Gottes Willen. Also da stecke ich jetzt nicht hinter. Das muss ich gucken. Also das sind so, ich muss mal gucken, ist noch was drin. Na, ist das Döschen leer? Ja, Döschen ist leer. Also wenn ihr jetzt mal so seht, die Ausbeute, wenn man jetzt so hinlegt, ich sag mal Antikfunde gegen, so, das sind jetzt, sag ich mal hier, oder sagen wir mal so, vermutlich 4 Antikfunde, oder 5 Antikfunde eventuell, und 4 neuzeitliche Funde, also 9 Teile gegen jetzt den ganzen Schrott. Aber für einen Film hat es die reichen. Ich denke mal, ihr habt Spaß daran, das im Film zu sehen. Ich habe Spaß daran, dass ihr euch daran erfreut. Ja, zum Abschluss jetzt nochmal ein Dankeschön an meinen Sponsor Jochen Reifenrad von www.abenteuer-schatzsuche.de. Ein Dank an meine Zuschauer, also an euch, die wie immer meine Filme gucken. Ja, dann möchte ich noch was in eigener Sache sagen für mein Treffen im September. Ihr könnt euch jetzt schon mal den Termin vornotieren. Das ist der 3.9. bis zum 5.9. Das heißt, 3.9. ist der Freitag, 5.9. ist der Sonntag. Da ist wieder ab 12 Uhr Abreise. Und am 4.9. gegen 13 oder 14 Uhr wird die Sonnengänger-Rallye von mir stattfinden. Die Einladung, die offizielle, die werde ich jetzt die Tage irgendwann mal machen. Also der Film, der kommt ja erst später. Und ich denke mir mal, dann werde ich die auch online setzen. Aber wenn ich es bis dahin noch nicht geschafft haben sollte, wenn der Film schon online sein sollte, könnt ihr euch auf jeden Fall schon mal das vormerken. Und ich hoffe, dass uns Corona da drin keinen Strich durch Rechnung macht. Ja, euch wünsche ich noch eine schöne Zeit. Vor allem habt tolle Funde, habt Spaß am Hobby. Jetzt ist die Ackersaison, glaube ich, am Ende. Die Bauern sind hier fleißig am Arbeiten. Ich hatte echt heute noch Glück gehabt, noch ein paar freie Stellen zu finden. Ja, ich packe jetzt ein und eventuell werde ich mal ein paar andere Videos machen, vielleicht auf einer Wiese, also Eurosuche, wenn ihr unbedingt super Videos von mir sehen wollt. Ja, dann werde ich ja auch irgendwann in Urlaub fahren, wird den Detektor mit haben, wird in Urlaub suchen gehen. Ja, das werdet ihr dann all sehen. So, dann noch eine Bitte, wenn ihr wisst, für Auftragssuche, also wer einen Ring verloren hat, also wirklich so was auch wirklich zu lösen ist, oder wie auch gesagt, irgendwas Verstecktes. Carsten und ich brauchen immer wieder neue Aufträge
für Kabel 1 und es wäre schön, wenn er euch bei uns melden würde. Entweder beim Carsten oder bei mir, wie auch immer. Könnt ihr machen, wie ihr wollt. So, ansonsten habt euch wohl, habt eine schöne Zeit. Bis dahin, euer Markus. Tschüss.